Ich bin in 7 verschiedenen Minispielen gegen 5 Freundinnen von mir angetreten und das Endergebnis war wirklich verblüffend. Also starten wir mit dem ersten Spiel und zwar Planken. Wer hätte es gedacht? Ihr dürft jetzt aussuchen, wer von euch am längsten gegen Luca planken kann. Also wer hat denn hier ein Sportoutfit an? Ich wollte eigentlich eine Jeans anziehen, aber... Also was ist eine Jeans anziehen? Ja, schade. Geht schon mal gerne auf die Knie runter, genau. 3, 2, 1, go! Ich bin gespannt, ob das jetzt so 2 Minuten dauert. Heute, heute könnte Sport machen. Also Lukas' Arsch muss aber ein bisschen weiter runter. Ja, Haltung ist nicht so gut, Luca. Also Lukas' Kopf ist schon ein bisschen rot, habe ich das Gefühl. Ein bisschen. Wir sind schon bei 40 Sekunden. Eine Minute geknackt. Eine Minute 30. Ihr seid krass, wirklich. Ich kann nicht mehr. Luca zittert schon, Jette, du schaffst das. Alter, mein... Nee. Yes. Oh eine Gott. Minute 40. Aber wer sieht besser aus? Ja, Haltung war bei Jette schon besser. Da muss man eigentlich auch einen Punkt für geben. Ja, muss man eigentlich auch einen Punkt für geben. So, wir haben gerade noch mal unseren Notar kontaktiert und er hat gesagt, es gibt auf jeden Fall einen Punkt auch für die Damen für die bessere Haltung. Das heißt, es steht 1:1 und weiter geht's mit Jenga spielen. Ja, mach du. Aber, ja, weiß ich jetzt nicht. Wenn du gerade ruhige Hände hast, mach du. Okay. Warte, ich muss gucken. Ja, geht. Kommen wir zum zweiten Spiel. Die oberen 3 Reihen sind tabu und ihr dürft immer nur einen Block berühren und schieben. Sobald der Turm fällt, hat die Person verloren. Oh, good one. Ich mach die andere Seite direkt. Boah, das geht ja voll schnell. Darf man die von der Seite einfach so rausnehmen? Schon. Oh! Gar nicht. Moment, ja gut. Naja, aber sie hat den ja jetzt müssen, schon angefasst. Wir müssen oben drauf stapeln, genau. Ejo, Das ja, haben wir nicht gesehen. Normalerweise lassen die sich doch da rausschieben, oder nicht? Der Turm muss erst locker sein, ne? Das geht nicht. Bin ich blöd? Ja, probier vielleicht einen anderen. Okay. Ja, so. Da wäre schon fast umgefallen. Die von der Mitte, die gehen ja. Boah, ich habe keine Ahnung, welchen ich nehmen soll. Doch, ich habe einen. Oh. Oh mein Gott. Scheiße. Kein mehr. Ich nehme den hier. Boah, der ist perfekt. Oh mein Gott. Das war richtig dumm. Das war so dumm. Das ist der Sieg. Ganz ruhig, Franzi. Ja, ja. Wie kann das Ding nicht fallen? Guck mal, wie das wackelt. Jetzt auch nicht mehr, genau. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ich glaube, ich nehme den hier unten. Oh. Ich mache jetzt gleich wieder was ganz Blödes, glaube ich. Ja, das ist gut. Die oberen 3 Reihen sind tabu. Das heißt, ich dürfte jetzt hier wieder einnehmen. Nein! Ja. Nein! Jetzt haben wir das gleiche Spiel nochmal. Oh mein Gott, bin ich... Ich muss auf den Tisch schauen. Auf zu reden, das sind alles Luftzüge, die hier ankommen. Alter, okay, das Ding ist so am Wackeln. Okay. Ich muss ganz kurz... Ich hätte nicht gedacht, dass es so lang dauert, ne? Oh. Boah. Okay, es wird immer schwieriger jetzt. Krass. Crazy. Ich riskiere mal den ganz unten. Boah! Oh nein. Schau mal vielleicht von den Seiten, die nicht direkt so vor dir sind. Warum gibt der Moderator jetzt Tipps? Was? Okay. Jo, da bewegt sich gar nichts. Da bewegt sich... Oh, doch. Oh mein Gott. Ey, das ist ja... Oh. Ey, dass das so lange dauert, hätte ich auch nicht gedacht. Wie kann das Teil noch stehen? Das ergibt gar keinen Sinn, chemisch. Der ist steinfest. Nee. Oh, gibt es nicht. Dass der nicht in diese Richtung schon rüberfällt, das ist ein Rätsel. Nein! Oh mein Gott! Nein! Ich dachte, der wäre safe! Und weiter geht's mit dem dritten Spiel. Wer bin ich? Ich werde euch jetzt nacheinander Punkte vorlesen aus meiner Biografie, Sätze. Und sobald einer von euch erraten hat, wer ich bin,
buzzert ihr und sagt den Namen. Wer zuerst 3 Punkte hat, also 3 Personen richtig erraten hat, gewinnt diese Runde. Ist jemand gut mit Namen, also aus so allgemeinen Bildung? Geschichtlich wüsste ich, aber nichts von irgendwelchen Stars oder so bin ich echt schlecht. Fangen wir mit der ersten Person an. Ich komme aus Louisiana in den USA. Man nennt mich auch Princess of Pop. Ich wurde berühmt durch 2 TV-Sendungen, Star Search und Mickey Mouse Club. Ihr wisst es alle schon? Hä? Keine Ahnung. Meine erste Debüt-Single, die mich erfolgreich machte, heißt Baby One More Time. Ich war mit Justin Timberlake zusammen. Keine Ahnung. Britney Spears? Ja. Korrekt. Weiter geht's mit der 2. Person. Ich habe lange blonde Haare. Britney Spears. Ich habe eine Fitnesstrainerin geheiratet. Ich komme eigentlich aus dem Raum Köln, wohne aber mittlerweile in Monaco. Nein, wie heißt der? Wie heißt der? Ich habe die Mode... Robert Geist! Ja. Oh mein Gott! Okay, es steht 1-1, weiter geht's mit der nächsten Person. Ich bin 13 Jahre alt. Ich bin eine Hexe. Bibi Blocksberg. Korrekt. Okay, es steht 2-1, weiter geht's mit der nächsten Person. Ich bin Schauspieler und Musiker. Ich wurde 3-mal für den Oscar nominiert. Netflix hat eine Dokumentation zu meinem Rechtsstreit gedreht. Johnny Depp? Korrekt. Damit geht der Punkt an Luca. Jetzt spielen wir Schlucken. Wer kann am schnellsten ein Glas Wasser runterschlucken? Das ja, weiß ja, dann macht ich das aber jeden Fall. Also nee, dann ich trinke so immer. Auf die Plätze, fertig, los! Ah, scheiße. Hä, seit wann kannst du so gut? Ein Röpser. Wenn es drauf ankommt, bin ich da. Das war Spiel 4. Wir spielen zurück in die Schule. Und es gibt einen kleinen Twist. Denn in dieser Runde gibt es 5 Kategorien. Ihr müsst niemanden aussuchen, wer von euch antritt. Ihr könnt alle antreten. Ich sage euch die Kategorie und ihr sucht euch aus, wer in dieser Kategorie antritt. Wow. Das heißt, zurück in die Schule. Und ihr sucht euch die Kategorie aus. Eine Person kriegt diese Kategorie, aber jeder kann in diesem Spiel mitmachen. Starten wir mit der 1. Kategorie aus Spiel 5, zurück in die Schule, Mathematik. Mathe, ciao, immer 6 gehabt. Erste Frage, wie nennt man das Ergebnis der Subtraktion? Wenn man subtrahiert, wie nennt man das Ergebnis? Differenz? Korrekt. Oh mein Gott. Ja, ciao. Wie heißt eine Zahl, die nur durch sich selbst und 1 teilbar ist? Ist das eine Primzahl? Korrekt. Ist das eine oh mein Primzahl? Gott. Ich weiß es nicht. Ui, ui, ui. Welche Vorfahrtsregel gibt es beim Rechnen, wenn es verschiedene. Punkt vor Strich. Boah, ist das asozial. Oh weiter geht's mit der nächsten Kategorie: Biologie. Erste Frage: Was ist der Grundbaustein von Proteinen? Ist es jetzt so 2 Buchstaben, wie ein Periodensystem? Nee, denk mal an Biologie, Proteinbiosynthese nennt sich das. Bro, ich weiß nicht mehr, wie das geschrieben wird. Den kann ich euch direkt geben, den Punkt. Ansonsten ja. Dürfen sein, Aminosäuren. Korrekt, Aminosäuren. Welche Vögel legen keine Eier? Ich wollte sagen Pinguine, aber die legen Eier. Ach, die weiblichen Vögel. Männliche Vögel. Ja, männliche Vögel. Wie heißen die Kraftwerke in den Zellen? Sag's. Mitochondrien. Korrekt. Boah, die einfache Frage. Mitochondrien? Biologie, ich glaube 6. Bro, ich habe Biologie in der 3. Klasse abgewählt. Damit geht der Punkt an euch. Mitochondrien. Weiter geht es mit der 3. Kategorie. Chemie. Starten wir mit der 1. Frage. Wie ist der chemische Begriff von Kochsalz? Ca. Nein, das Calcium. Nein, das ist falsch. Wie nennt man eine Reaktion mit Sauerstoff? Ich weiß es eigentlich gar nicht. Diffusion? Diffusion? Das ist es definitiv nicht. Es wäre Oxidation oder Verbrennung gewesen. Welches ist das erste Element im Periodensystem? EF, Eisen. Nee. Aber natürlich, der Punkt geht an euch. Aber ich finde es voll gut, dass du die ganze Zeit gedrückt hast. Weiter geht's mit der 4. Kategorie. Deutsch. Kann ich dann machen. Ich lese euch jetzt 3 Worte vor und ihr sagt mir, zu welcher Wortart diese zählen. Damit also abends. Zu welcher Kategorie gehören diese Worte? Ist abends nicht ein Adjektiv? Nein. Ach so, ein Adverb? Korrekt!
Erster Punkt für Jette. Habe ich letztens noch gegoogelt, was ein Adverb ist. Da stand abends. Zu welcher Wortart zählen die Worte weil und nachdem? Ah, nee. Aber dann nicht. Das hat dann nicht zugepasst. Weil und nachdem. Einfach mal drücken und dann auf dem. Nee. Konjunktion, Satzverbindung. Ah, ja. Das wollte ich jetzt gerade sagen. Wie heißt die Grundform eines Verbs? Präsens? Nee. Ein Grundwort ist. Das ist eine Zeitform. Ja. Prädikat? Nee, Infinitiv. Okay, weiter geht's mit der nächsten Frage. Das könnte die entscheidende Frage sein. Wie nennt man die größte Steigerungsform eines Adjektivs? Superlativ. Korrekt. Wie nennt man die Mehrzahl eines Wortes? Plural. Danke. Stellen Sie sich bitte wieder nach hinten. Aber bei mir ist 5. Klasse auch schon länger her als bei dir, ne? Weiter geht's mit der letzten Kategorie, Geschichte. Ich habe immer in Geschichte geschwänzt. Hallo. Guten Tag. In welchem Jahr wurde die Bundesrepublik Deutschland gegründet? Na, ist schon ein bisschen her. Drück auf gar keinen Fall. Kannst du gern drücken, das Ding. Nee, also ich glaube, dass es eventuell falsch sein könnte, was ich sage. Die Bundesrepublik Deutschland? Ach so! Das Land, in dem wir hier leben. Oh, ich habe letztens noch eine Doku über alles gesehen. 1948? Nee. Nein! Ja. Was war's denn? 1949. Nein! Ein Jahr! Weiter geht's mit der zweiten Frage. Wer gilt als Erfinder des Buchdrucks? Gutenberg. Korrekt. Zwei Punkte. Welche Stadt war vor der Wiedervereinigung Hauptstadt? Bonn. Korrekt. Wer war der erste Bundeskanzler? Konrad Adenauer. Korrekt. Jawohl. Damit geht der nächste Punkt an euch. Das war Spiel Nummer 5 und wir machen jetzt das 6. Spiel Puzzeln. Ihr bekommt 2 Puzzle, die sind sehr klein, natürlich nicht 500 Teile. Wer am schnellsten dieses Puzzle fertig gemacht hat, drückt auf den Buzzer und bekommt den Punkt. 3, 2, 1, los! Ah, scheiße. Ah. Alter, wieso bist du denn so schnell? Nee. Nee. Haben wir das gleiche Puzzle? Ja, natürlich. Nee. Ja, ich kann hier nicht so schnell. Fuck. Wegen meinen Nägeln. Ja. Weiter geht's mit Spiel 7. Mehr ist mehr. Ähnlich wie bei Spiel 5 werde ich euch eine Kategorie nennen. Ihr könnt wieder alle entscheiden, wer in dieser Kategorie antreten möchte und den Punkt gewinnen. Kategorien können Personen sein, es können biologische Begriffe sein, es kann ganz vieles sein. Wer am meisten Objekte genannt hat, abwechseln. Ihr sagt etwas, Luca, und wer am meisten... Danke nochmal, dass du abwechselnd erklärt hast. Also, ich wusste nicht, was abwechselnd heißt. Starten wir mit der ersten Kategorie, SpongeBob-Figuren. Und weil ihr gerade hinten liegt, dürft ihr anfangen. Okay, dann sage ich SpongeBob. Patrick. Thaddeus. Mr. Krabs. Sandy. Plankton. Fliegende Holländer. Meerjungfrau Mann. Wie heißt er noch? Blaubart. Blaubart. Hä? Fischkopf Larry. Du kennst ihn. Siegfried Schnösel. Ja. Damit geht der Punkt an euch. Weiter geht's mit der nächsten Kategorie. Ehemalige DSDS-GewinnerInnen. Pietro Lombardi. Luca Henny. Pietro Lombardi. Oh nee, oder? Ich kenn keinen. Weiter geht's mit der nächsten Kategorie. Deutsche Inseln. Sylt. Norderney. Jüst. Fehmarn. Büsum? Hm? Kannst du es nochmal sagen? Lass mich eine andere nehmen. Baltrum. Borkum. Nee, ich lass mal raus. Kommen wir zur letzten Kategorie. Deutsche Politiker. Dabei zählen alle Politiker, die mal ein Amt hatten. Regionalpolitiker, Mitglieder des Bundestags. Konrad Adenauer. Helmut Kohl. Helmut Schmidt. Angela Merkel. Willy Brandt. Christian Lindner. Olaf Scholz. Ursula von der Leyen. Hast du schon Ursula von der Leyen gesagt? Ja. Damit ist es eigentlich leider zu Ende. Und die Kategorie heißt in Deutschland native Bäume. Tanne. Eiche. Fichte. Schwarzeiche. Ulme. Birke.
Fichte? Pappel? Mhm. Oh, geil. Königseiche? Ursel? Ursel? Meine Oma hieß Ursel. Die meine. Damit sind wir am Ende. Luca hat natürlich gar nichts leider gewonnen. Glückwunsch zu nichts. Ich dachte, jetzt kommt noch mal so ein Outro hier bei deinem Kanal oder so. Ist das mein Kanal jetzt? Jo, ja, übernehme ich den? Moderator. Hallo, mein Name ist Alex und tschüss. Ja. Dankeschön, danke, dass ihr mitgemacht habt. Tschüss.